Es geht weiter mit dem epischen Finale von Mega Man Star Force Dragon. Wir sind nun im dritten Stationscomputerraum und hier finden wir erstmal ein Heiligpanel, sehr schön. Und auch hier ist wieder das altbekannte Rätsel von zuvor, nämlich dass wir die Form von dem jeweiligen Sternbild erraten müssen. Aber es ist natürlich immer ein bisschen verzwickter als man denkt, denn man muss immer die spezielle Schiene finden, wo man das genau erblicken kann. Ich glaube, das ist nämlich diese hier. Okay. Unten links weiß. Boah, ich könnte jetzt eiskalt jetzt hier so das stoppen oder so einen Screenshot machen. Aber komm, wir machen das jetzt ohne irgendwelche Hilfsmittel. Also weiß unten links mit den zwei Sternen verbunden. Dann rot oben, dann blau unten. Und die sind nicht miteinander verbunden, aber also die bildet so eine Raute oder so ein Drachen. Und ganz hinten rechts wird noch was miteinander verbunden, okay. Und hier treffen wir wieder auf neue Gegner. Oh, nice. Und ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen über den Postgame-Content etwas informiert. Und ja, ich glaube, ich kann mir die Arbeit machen und in der Videobeschreibung überall 100% hinschreiben. Denn von dem, was ich gesehen habe, möchte ich... Oh. Möchte ich doch gerne die 100% zeigen. Und ja, komm, keine Heilung oder so. Ich habe nur noch 20 KP, Mensch. Da muss ich mich eben hier selbst mit Handarbeit jetzt heilen. Ja, gib mal hier eine Energie, die brauche ich jetzt. Ja, es wird jetzt langsam auch ziemlich schwer. Ich kam jetzt ja bisher immer richtig gut durch. Durch das Spiel ich mir auch bisher noch gar nicht gestorben oder so. Zumindest hätte ich jetzt da keinen Tod in Erinnerung. Aber jetzt bis zum Ende hin wird es jetzt nochmal ein bisschen anspruchsvoller und das eigentliche Anspruchsvolle kommt erst nach der Hauptstory. Achso, hier war ich ja schon. Dann gehe ich mal rechts entlang. Ja, und zwar, es gibt einen Haufen an Quests. Achso, und die Sterne sind dann da noch so. Also ich muss mir merken, sie sind Drachen, so rot und blau. Das Weiß ist dann unten links. Also hätte ich mir das schon irgendwie merken können. Und zwar, es gibt einen Haufen an Quests, die möchte ich auch gerne machen. Wir werden für die 100% alle, obwohl ich mache das so lieber, wir werden für die 100% alle Karten gebrauchen. Da werde ich hoffe, ihr seid auch damit einverstanden, auch wenn werde ich es wahrscheinlich trotzdem machen, weil das werde ich mir nicht antun. Werde ich cheaten müssen, um wirklich alle Karten zu bekommen. Aber ich werde mir die Karten auch wirklich nur cheaten, wenn wir auch wirklich so alle Bosse besiegt haben und so alles gemacht haben. Also dass ich mir jetzt nicht wie einen unfairen Vorteil jetzt verschaffe. Es gibt eine Menge Superbosse, denn es gibt nochmal ein Rematch gegen jeden bisherigen FM-Janer. Also gegen jeden Hauptboss praktisch. Und ich habe das schon mal getestet und die sind mega stark. Ich habe auch völlig verkackt und das ist absolut krank, was... ja, was man da machen muss. Okay, so. So. Jetzt hat es eine Raute verbunden. Und das sollte so stimmen eigentlich. Oh, das tut es auch. Nice. Beim First Try. Und hier kommt auch schon der nächste Boss. Ich sehe schon, wer es ist. Es ist eine gewisse Waage. Okay, mit Libra hatte ich ja damals nicht Probleme gehabt. Mal gucken, ob der ein paar neue Moves gelernt hat. Aber ich habe zum Beispiel jetzt schon mal offscreen, habe ich ein paar Tests gemacht gegen zum Beispiel Gemini. Und der war auf SP, das ist nämlich dann die stärkste Stufe der Bosse, das ist absolut krank. Da werden auch die Kämpfe auf jeden Fall spannender, aber jetzt sind wir erstmal bei Libra. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr bis hier kommt. Aber hier kommt ihr nicht durch, du kommst nicht durch. Hey, was soll uns eine Waage schon tun können? Ihr und eure Beleidigung, das war eure letzte. Und die alte Leier, er verwandelt sich. Diese Waage wird eure Sünden wiegen und euch die Strafe zukommen lassen, die ihr verdient. Jetzt, Omega Xis, begegne der Strafe für deinen Verrat. Geo. Ja, ja, Wellenkampf weiter. Die Waage hat gesprochen. Okay, schön, dass eine Waage sprechen kann. Naja, du warst damals eine Null und wirst es auch diesmal wieder sein. Oh, aber es ist sicher ein kleiner Nachteil, wenn ich mich verwandle. Aber ich mache es trotzdem einfach mal. So. Weil wir sind einfach stärker. Und wenn wir dann den auskontern können,
dann sind wir schon wirklich mega stark. Und er geht in die Richtung. Sehr schön. Und, okay, ich... Achso, das war jetzt der Schild nur. Und, wow, damit greift das ganze Feld an. Aber wir haben ja jetzt schon fast die Hälfte abgezogen. Oder mehr schon. Nein. So. Oh nein, jetzt hat er uns aber erwischt. Okay, doch, er ist deutlich stärker. Er macht jetzt mehr Angriffe. Die Angriffe ziehen noch mehr ab und ich will ihn jetzt normal besiegen. Ich will jetzt nicht hier wieder meinen ultimativen Angriff. Oder doch, ich nehme ihn fürs Ende noch. Aber ich will es erstmal so angreifen. So. Tschüss. Tja, Dragon Sky, ich brauche dich noch nicht mal, um diese Null fertig zu machen. Nein! Du hast mich geschlagen, aber eure Zukunft wird euch nichts als Tod und Untergang bringen. Andromeda erwacht. Und wenn es so klappt, wie ich es plane, werden wir ab dem nächsten Part auch das Finale, also das Story-Finale genießen können. Andromeda. Wenn nichts dazwischen kommt. Andromeda ist fast völlig erwacht. Dann müssen wir uns beeilen. Aber erstmal die Tür aufmachen. Okay, ich habe die Tür offen. Dann los. Würde ich auch mal sagen. Und ich finde es dann auch umpassend, dass hier diese chillige Wellenstraßenmusik kommt, so als ob nichts wäre und so. Aber dafür finde ich diese Musik halt in diesen Computern umso epischer. Oh, eine Cutscene? Was denn los? Ja, mal wieder eine verschlossene Tür. Ist klar. Mega ist er. Auch ohne Megaman zu sein, erkennt man es. Ja, hinter dieser Tür ist der FM-König. Achso, nee, sind der FM-König und Andromeda. Okay, hier hinter. Aber erst müssen wir diese Tür aufbekommen. Genau, Kumpel. Wow, er hat uns nicht mehr kleiner genannt, sondern Kumpel. Vielleicht machen wir es noch so beliebt, dass er uns irgendwann mal noch Meister nennt und was weiß ich. Okay, hier haben die geschillt, okay. Aber das interessiert uns jetzt soweit nicht. Was geht hier ab? Wo sind wir? Sind wir? Okay, ist auch noch alles an. Ah, das ist... Das ist so ein Bild von so zwei Personen, ne? Das Bild... Ein Bild von mir. Ja, das ist... Wo dein Dad... Kelvin Stella während des Unglücks war. Das ist wo Dad... An diesem Tag, vor 3 Jahren. Auf Befehl des FM-Königs drangen wir in die Raumstation ein, nahmen die Passagiere gefangen und hielten ein Tribunal. Der FM-König befahl sie alle... schuldig und verurteilte sie zu Tode. Er verurteilte sie zum... Nein. Bevor das Urteil vollstreckt wurde, war ich zufällig Gefängniswärter. Und so traf ich dein Dad. Kelvin mischte sich in meine Sachen ein. Sorry für den Lesefehler. Wenn ich es bemerkte, tat er, als wäre nichts gewesen. Eines Tages, als ich gerade den Andromeda-Schlüssel bekam, von der Station fliehen wollte. Oh, das ist so tatsächlich mit dem Vater zu tun gehabt. Mega, was gedenkst du zu tun? Ganz egal wie. Ich werde die FM-Ianer vernichten. Ich muss los, bevor sie mich erwischen. Ich kenne euch nicht lange, aber es war lustig. Warte, Mega. Was? Oder tatsächlich, voll Ähnlichkeit mit Gio, das passt auch. Kannst du uns mitnehmen? Wovon redet ihr da? Seid ihr noch ganz richtig? Ihr seid Menschen. Wie soll ich euch denn mitnehmen? Verwandle bitte unsere Körper in die M-Wellen. Werden wir Menschen mit genug Z-Wellen bestrahlt, die ihr Aliens mit euren EM-Körpern abgibt, verwandeln wir uns in Wellen. Saugt ihr genug Z-Wellen auf,
verlieren eure Körpermasse und ihr verwandelt euch in Wellen, aber hört zu, bleiben wir hier, sind wir eh verloren. Egal wie klein die Chance, solange es Hoffnung gibt, können wir nicht aufgeben. Bitte, Mega. Ihr kennt meine Situation, richtig? Mega, warum verzichtest du nicht auf Rache und kommst mit zur Erde? Bestimmt verstehst du dich mit meinem Sohn. Ja, das tut er. Zur Erde gehen? Doch wenn ich euch in Wellen verwandle, wie wollt ihr euren Weg zurückfinden? Man wird nicht allwissend, nur weil man uns Wellen besteht. Ach, aus Wellen besteht. Verirrt ihr euch im All, reist ihr bis in alle Ewigkeit durch die Sterne. Ich sende ein Zugangssignal von meinem Transer an den meines Sohnes. Kommt es an, führt es uns dorthin, wo er ist. Es ist nicht zu spät, Mega. Wirf den Andromeda-Schlüssel weg. Komm mit uns. Ha, stopp! Ich suche keinen Ort zum Ausruhen. Ich habe nur ein Ziel, den FM-König töten. Sorry, aber ich nehme euch nicht mit. Aber wenn ihr unbedingt nach Hause wollt, ändere ich euch in Wellenform. Danach seid ihr dann aber auf euch gestellt. Mega. Danke, ich hole die anderen. Okay, der Vater ist also in Wellenform. Das heißt, er ist nicht wirklich tot. Danach verwandelte ich alle Passagiere. Als erstes dein Dad in EM-Wellen. Als wir dann von der Raumstation flüchteten, griff Taurus, der nach mir suchte, plötzlich an. Es war ein brutaler Angriff. Als ich mich umsah, waren Kelvin und die anderen verschwunden. Nur sein Transer war noch übrig. Verletzt flog ich in Richtung des Signals von Kelvins Transer und folgte ihm. Und so endete ich, wo du warst, Geo. Dad, was ist mit ihm passiert? Taurus Angriff zielte auf mich. Kelvin und die anderen wurden wohl nicht getroffen. Bestimmt sind sie so noch da draußen in ihrer Wellenform verloren. Wenn sie in Wellenform sind, dann sind sie vielleicht noch am Leben. Kann sein, aber die Chancen sind sehr gering. Ich weiß. Aber es gibt nur den Hauch einer Chance. Halte ich die... Also gibt es auch nur den Hauch einer Chance, habe ich mich mal wieder verlesen. Da halte ich die Hoffnung lebendig. Komm, Mega, auf geht's. Wir müssen los, die Erde beschützen. Damit sie noch existiert, wenn Dad zurückkehrt. Ja, ich will nicht darüber nachdenken, was ich deinem Dad erkläre, wenn er zurückkommt und auf der Erde nur noch Chaos ist. Genau. Okay, damit haben wir nun die komplette Wahrheit erfahren. Und was gibt's denn hier noch so? Hauptkonsole. Hier hat also mein Vater gearbeitet. Okay, scheint es nichts mehr zu geben. Dann pulsen wir jetzt auch ein. Also ihr habt es mitbekommen. Ja, wir wissen nun alles. Alles, was Mega wusste, wissen wir jetzt auch. Und ja, also... Der Vater könnte noch leben, auch wenn die Chance gering ist. Aber man sollte die Chance eben nutzen, wie es auch schon gesagt wurde. Und auch, ne, es ist so ein richtiges Labyrinth jetzt, oder? Wie bringe ich es hier nochmal so ein schönes Labyrinth? Okay, da kann ich nicht hin. Das sieht aber auch wirklich fies aus, das Labyrinth. Ey! Oh, wieder das schwarze Loch, das ist ziemlich gefährlich. Ich weiß, achso, ehrlich gesagt haben wir ja noch nicht so richtig gesehen, was es eigentlich kann, aber es kann fies sein, wenn es will. Ich glaube nämlich, es kann nur von nicht-elementaren Attacken getroffen werden, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Schüsse kann es auch abwehren. Oder? Ich guck mal. Ja, tatsächlich, wir können es nicht beschießen. Ich glaube, nur nicht elementare Angriffe bringen gegen das was. Oder war das nur elementare Attacken? Hä? Jetzt bin ich gerade... Obwohl... Scheiße, das war ganz anders. Aber nice, ihr könnt auch so töten. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Er kann nur von Säbeln zerstört werden. Stimmt. Nur Säbel können ihn was anhaben. Dann mache ich das dann so. Wenn jetzt einen Kometen da wieder abschießt. So. Tschüss. Stimmt. Deswegen sollte man auch immer Säbel dabei haben. Nur wegen dem Gegner schon.
Eigentlich ganz schlauer Schachzug, weil man unterschätzt ja dieser Säbel, nach der Zeit, weil er diese mächtigen Schusswaffen bekommt und alles. Und Ex-Waffen und dann braucht man das hier nochmal. Piep, piep. Wenn du ein Virus siehst, der einem. Achso, das, Ach, das erklärt er mir sogar gerade. Sehr schön. Stimmt. Der. Und ich glaube, der kommt doch sogar in jedem Mega Man Star Force Teil vor, dieser Gegner. Auch immer stärker noch. Und nochmal Ice Meteor 3. Okay, mehr war da also nicht. Ich kann aber rüber noch, ne? Also hier ist nichts. Außer Gegner. Dann mache ich das jetzt so. Hast du ein Schwert für mich? Nö. Dann versuche ich das erstmal so. Also so werde ich ja sowieso dann die beiden Gegner hier los. Und naja, und den muss ich dann. Irgendwie muss ich auf ein Schwert hoffen. Ja, selbst die, solche Gigakarten können ihm nichts antun. Gibt es das eigentlich auch als Schwertwaffe? Nö. Verdammt. Oder ich muss irgendwie wieder Giftpanels erschaffen oder so. Aber da habe ich auch nur eine Karte für. Und, oh doch, ich habe hier noch was. Habe ich noch was Schönes gegen dich? Die Attacke ist schon geil. Zieht ja dreimal was ab. Okay, aber wir müssen jetzt erstmal darüber. Und das ist jetzt auch wieder nur hierfür. Auf jeden Fall Hall 300. Nice. Obwohl, nee. Achso, wir können ja direkt dann hier rein. Perfekt. Dann machen wir das auch noch in diesem Part. Es bleibt nur noch Queen of Yuka übrig. Und, oh, hier haben wir auch schon wieder was Schönes. Oh, nice. Haben wir jetzt 750 KP. Wenn ich jetzt die Quests noch alle gemacht hätte, dann könnten wir noch, dann hätten wir noch, noch mehr KP-Upgrades kriegen können. Aber mittlerweile habe ich doch gesagt, ich mache das lieber erst im Anschluss, weil wir sonst auch ein bisschen zu OP wären. Und das wollte ich jetzt auch nicht. Ja, so kann ich noch zumindest den einen killen. Und ja, kommt schon die nächste Barriere. Die eine hat es zwar kaputt gemacht, aber jetzt musst du was gegen die nächste schon machen. Ja, abhauen kannst du zwar. Aber meine Barriere ist zu stark. Genau, es ist zwar kaputt, aber hat lange gedauert. Boah, und wir haben jetzt richtig geile Angriffe. Nice. Nein, was habe ich getan? Ich spaß. Bin ich echt so dumm. Aber okay, ich habe die Double gekillt. Aber war jetzt auch wirklich sehr unverdient. Beziehungsweise sehr verdient, dass ich jetzt zweimal kassiert habe. Okay, da haben wir auch schon das Bild. Und ich bin jetzt, glaube ich, wieder am Anfang, ne? Okay, ich muss da irgendwie in die Mitte reinkommen. Steht schon mal fest. Okay, 2060 Zennies. Warum so eine ungerade Zahl? Okay, haben wir noch diese Moai-Dinger. Mache ich das jetzt einfach so. So. Schade, warum wurde er nicht mitgetroffen? Wow, die sind schnell. So, der ist schon mal down. Dann kommen wir jetzt zu dir noch. Das sollte jetzt auch kein Problem sein. Ja, außer der haut ab. Okay, der ist doch schlauer als gedacht. Okay, aber haben zwar ordentlich KP verloren. Die machen auch so viel Schaden jetzt mittlerweile. Ich darf mir nicht mehr so viele Gegentreffer erlauben. Und ich bin hier völlig verirrt, glaube ich. Okay, wir können schon mal auf so ein Bild sehen. Okay, also bei einem grünen Stern und einem roten. Der rote ist mit zwei einzelnen ganz hinten verbunden. Dann zwischen einem Stern und einem grün. Also der rote, ein Stern dazwischen, dann der grüne. Okay. Obwohl doch, die können wir jetzt komplett sehen. Da ist ein Kreis. Oder so ein Oval. Der blaue ist mit zwei Sternen verbunden. Dann zwischen blau und weiß. Und dann zwei, ja, zwei gelbe Sterne. Und das, ich merke mal, das sieht ein bisschen aus wie so ein Tintenfisch. Merke ich mir jetzt einfach. Oder wie so ein Mensch eigentlich eher. Ja, doch, ich glaube, ich hab das, glaube ich, im Kopf. Na gut. Und ich denke mal, hier oben geht es dann weiter. Nee. Ach, da oben, okay. Muss ich wieder am äußeren Kreis irgendwie rauskommen. Mach einfach so, weil es durchsticht, damit nämlich alle treffen. Ja, jetzt wolltest du mich zwar blenden, aber das bringt dir nichts. Ja, boah. Mann, ey, was geht das hier richtig ab schon? Mann. Okay, sehr schön.
So. Nein! Jetzt habe ich ein bisschen zu voreilig gehandelt. Aber das fing auch irgendwie nicht unten an. Oh, ich laufe auch immer voll rein, Mensch. Ich kriege auch gar nicht mal diese Heilsachen, wenn man einmal gewinnt. Das hat man wirklich nur am Anfang gekriegt, um unterstützt zu werden. Und da muss man wirklich noch mit dem Leben, was man sich halt kaufen kann und so. Aber das mache ich einfach mal so und weg mit dir. Ich habe ja noch eine Energie übrig, aber die möchte ich gerne fürs Finale noch haben. Also die werde ich jetzt nicht benutzen. Was ich nur kurz mache, ist das Heil 300 mache ich mal rein, damit wir halt eine bessere Chance haben, dass wir uns schneller heilen können. Mache ich die Bodenwelle raus, weil 100 Schaden ist einfach nicht mehr viel im Moment. Das werden wir spätestens bei den SP-Gegnern sehen, da ist 100 Schaden gar nichts, wenn die da ihre 1800 KP oder so haben oder sogar noch mehr manchmal. Und hups, bin falsch. Ich bin auf jeden Fall schon mal auf den äußeren Kreis wieder und muss jetzt hier zurück, oder? Das war hier. Ich glaube, ich bin richtig. Ja, doch, das könnte der. Ja, doch. Natürlich wieder ein Gegner noch. Die letzten Wachen praktisch. Okay, aber das ist nice jetzt, weil die stehen jetzt gerade perfekt dafür. Und. Boah, besser. Scheiße. Ich werde jetzt auf jeden Fall dann den hier machen. Und der kommt. Mehr werde ich nicht brauchen. Das klappt schon so. Ja, nice. Und okay, hier ist noch was. Schwarzes Loch haben wir nochmal bekommen. Okay, also. Hier war ja dieser Kreis, den ich mir merken wollte. Das Oval. Scheiße, ich hab nichts gemacht. Kann ich das irgendwie noch wegmachen? Okay, neu. So. So. Das dürfte so sein, ne? Nice. First try. Das passt ja perfekt mit der Zeit. Und ich sehe schon, da ist Off-Yuka. Ich speichere jetzt mal. Das ist jetzt lustig mit 200 KP gegen einen Ex-Gegner. Das wird lustig. Und hoffentlich auch spannend. Und das machen wir jetzt auch noch. Zum Abschluss des Parts. Tja, du bist die letzte Schlangenfrau. Schlangenfrau klingt so unkultiviert. Ich, Off-Yuka, Wächterin des FM-Königs, erlaube Abschaum wie dir nicht, diese letzte Tür zu passieren. Ja, ja, du verwandelst dich, das kennen wir doch alles. Geo, der FM-König ist direkt hinter dieser Tür. Wir müssen an ihr vorbei. Sie darf uns nicht stoppen. Alles klar. Gegen mein Gift habt ihr kein Gegenmittel. Und was mit Potions? Okay, sie ist also der letzte Kampf vor dem FM-König, der letzte Wächter. Und nein, ich habe keine Heilung, aber ich habe hier Unsichtbarkeit. Das ist genauso gut. Und ich kann die... Ja, nee, ich werde die erstmal so angreifen. Du bist abgehauen, du verdammte. Macht aber nichts. Okay, gut, wir können auch Schaden machen. Das ist sehr schön. Dann werde ich als nächstes erstmal Heil 300. Nein, ich wollte eigentlich eben schneller reinstellen und mich extra angreifen lassen. Okay, jetzt habe ich es verkackt. Schade. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt einen Mega-Angriff mir leisten, aber nö. Wo ist eigentlich ihr Gift? Die beschwört hier keine Gift-Panels, nichts. Okay, das schwarze Loch brauche ich jetzt nicht. Erstmal das Holy-Panel. Ja, irgendwie, ich bin immer in die Schausprache bei diesen... Oh, nice. Und jetzt Double... Ja, was habe ich damit? Double-Kill, aber Schwäche. Kann ich eigentlich... Ach so, ich kann die blocken. Ach so, aber ich kann nicht so schnell hintereinander blocken. Das wäre also ein kleines Problem. Mache ich das so, damit er paralysiert? Die meine ich, nicht der. Ja, achso, ach, sie wird nicht paralysiert. Oh. So, perfekt. Oh, weil es ist schon mal ein bisschen härter jetzt. Okay, das bringt mir jetzt gar nichts dummerweise. Dann mache ich so, da kann ich die noch ein bisschen kontern. So.
Okay, sie hat nicht mehr viel. Oh! Ach, und jetzt aus irgendeinem Grund verliert sie wieder KP. Ich habe es immer noch nicht verstanden, welche Attacke dafür sorgt, dass die immer so geschwächt wird. Aber ich nehme es mal einfach so hin, ne? Und schnell nach rechts. Und Angriff. Nice! Das war's. Wir haben damit jedes Rematch geschafft. Und zwar nicht das letzte Rematch, die FMJ-Herner werden ja noch ein zweites Rematch bekommen. Aber fürs erste sind sie erledigt. Eure Majestät, vergebt mir. Verfluchter Omegaxis. Andromeda. Jetzt ist nur noch der FM-König übrig. Und Andromeda. Wir müssen uns beeilen. Oh ja. Das letzte Schloss ist offen. Der letzte Kampf beginnt. Genau. Dann raus hier. Und, naja, und ich würde sagen, wir durchschreiten das Tor und diesen Raum dann im nächsten Part. Also der nächste Part wird wohl das Story-Finale sein. Ich hoffe, ihr freut euch auch so wie ich drauf und naja, dann sage ich mal bis zum nächsten Part und bis dann.